Ich bin von meiner Grundausbildung her aus einem ganz anderen Bereich. Ich bin Arzt, habe viele Jahre als Internist in einem Krankenhaus gearbeitet und hatte dann die Chance, ins Krankenhausmanagement umzusteigen, bin medizinischer Direktor geworden. Ja, und zu Beginn dieses neuen Jobs hat mir damals mein Vorstand gesagt, ja, wollen Sie nicht eine betriebswirtschaftliche Zusatzausbildung machen? Und ich bin glücklich und froh, heute sagen zu können, dass ich das nicht gemacht habe, sondern ich habe mich damals dazu entschlossen, keine BWL-Ausbildung zu machen, sondern eine systemische Coaching-Ausbildung. Und die war wirklich ein Wendepunkt in meinem Leben und auch ein Start für was wirklich Neues, was Tolles, was Begeisterndes für mich. Ich bin seitdem eigentlich fast zu einem Ausbildungs-Junkie geworden, würde ich sagen. Ich habe ganz viele verschiedene Ausbildungen gemacht bei ganz vielen verschiedenen Lehrern. Highlight war sicher Gunter Schmidt in Heidelberg als einer der großen systemischen Organisationsberater und Coaches, auch Arzt im Übrigen, also auch aus einer ähnlichen Ecke wie ich. Ja, und so bin ich letztendlich zum Coaching gekommen, weil ich gemerkt habe, dass es mir nicht nur Spaß macht, das für meinen professionellen Führungskontext anzuwenden, sondern dass ich auch Blut geleckt habe, das anderen Menschen weiterzugeben. Das hat damit gestartet, dass ich einen Lehrauftrag an der Universität hatte für das Thema und dann gemerkt habe, mir macht es Spaß, ich mache das gerne. Und so bin ich dann in das Trainings-, Beratungs- und Coaching-Geschäft letztendlich nebenberuflich eingestiegen, weil ich mache immer noch hauptberuflich meinen ersten Job als medizinischer Direktor von einem großen kommunalen Krankenhaus.